ich es auf? Ich hoffe. Ich habe die Reportage auf Join geguckt, von ProSieben, Green 7. Save the Ocean. Und ehrlich, es gibt so viel Plastik auf der Welt. Leute, versucht es hier zu verhindern. Verzichtet auf Einwegverpackungen. Verzichtet auf unnötigen Plastikunsinn. Strohhalme. Strohhalme gibt es aus Bambus. Gepressten Pappe. Aus Metall. Nutze ich derzeit. Einmal durchspülen, fertig. So. Worauf ich hinaus bin, ist: Achtet auf die Zukunft. Was ihr jetzt an Plastikmüll wegschmeißt, wird sich in Jahrhunderten wiederfinden. In der Reportage, ich zitiere die Reportage, in 5 bis 6 Kilometern Tiefe auf dem Ozean befindet sich Plastik. Von uns erschaffen, von uns als Menschen in die Natur gegeben. Und der Natur rächt sich. In der Reportage war ein Pottwal, der mit 27 Kilo, glaube ich, mit Plastik im Magen war, weil der das mit seiner Nahrung verwechselt hat. Da ist eine Walkuh, die auch noch trächtig war. Was sie jetzt in den Ozean hinterlässt, bleibt für immer dran. Allein das Mikroplastik, das kann man nicht mehr rausfiltern, weil das Mikro, wenn man den ganzen Ozean auch dadurch filtert, wird das Ökosystem auch sterben, weil kleine Krebse, kleine Organismen will man auch rausfiltern. Und dann wird der Ozean auch kaputt. Der Great Pacific Garbage Patch, der 5-mal so groß ist wie Deutschland, ist real. Macht was draus aus dem Plastik. Verzichtet auf Einweg, Mehrweg, und das soll auch recycelt werden. Bei Käseverpackungen Beispiel oder bei Wurstverpackungen, die richtig sortieren. Und den Deckel vom Joghurt abmachen. Der Deckel ist nicht recycelfähig, da sind so viele Plastikschichten drin, dass es nicht mehr recycelfähig ist. Plastik zerstört die Welt. Die Welt ist voll von dem Plastik. Plastik ist als Virus anzuerkennen. War zwar als gute Idee geeignet, aber mittlerweile nicht mehr leben, ohne dass man von Plastik umgeben ist. Wir produzieren Plastik, der Plastik kommt in den Haushalt, auf Mülldeponien, was so ein erschreckender Teil exportiert wird.
Und ein kleiner Teil wird nur recycelt, der größte Teil wird verbrannt und gelangt so als Feinstaubplastik in die Atemwege. Und als schlüssig, als End in den Ozean auch, wo Tiere es aufnehmen und es später auf unseren Teller zurücklandet. Das Plastik kommt zurück. Wir haben Mikroplastik in uns. Wir essen das, wir tolerieren das, aber das wird enden. Wir werden an Plastik untergehen. Der Mensch schaufelt sich sein eigenes Grab. Das ist meine Meinung dazu. Die Natur wird sich rächen. Meine Meinung.